Hallo Leute und willkommen zurück zu Fairy Legends of Avalon. Ich bin endlich wieder in der Aufnahme. Hatte nämlich vor einigen Tagen, hatte ich bei Facebook auch geschrieben, das Problem, dass mein Modem kaputt war und wie es aussieht, auch noch mein Router. Was ich aber leider erst bemerkt habe, nachdem der Techniker schon weg war. Aber okay, jetzt brauche ich auch noch einen neuen Router. Aber das ist nicht so schlimm wie das Modem, weil ohne Internet kann ich keine Uploads machen. Und natürlich auch nicht, ach, ich denke, da oben waren wir doch schon. Müssen wir es doch nochmal machen? Anscheinend schon. Was war? Verbessertes Feuer und begib dich zurück zur Lumpe. Okay. Gut, dann mache ich das nochmal eben hier. Keine Ahnung, wieso ich das nochmal machen muss. Es ist nämlich so, dass ich auch einen neuen Prozessor habe und ein neues Mainboard. Und natürlich musste ich in der Zeit, wo sowieso kein Internet war, habe ich den Rechner halt neu gemacht und die Speicherstände musste ich natürlich kopieren und kann natürlich sein, dass ich das deswegen gerade nochmal wiederholen muss. Ansonsten werde ich das gleich mal überspringen. Fragen, bla bla, das hatten wir schon. Was wird denn jetzt hier angezeigt? Weil das hatte ich ja eigentlich schon gemacht. Sonst muss ich das nochmal eben gleich nachspielen und dann sehen wir und hören wir uns gleich nochmal eher. Luft. Okay. Gut, ja, ich sehe das schon. Das ist toll, Luft und so. Ich belasse es aber trotzdem dabei. Lumpus Rätsel. Begib dich zurück zu Lumpo. Wir sind doch bei ihm. Hä? Erster Hinweis. Ach so. Höchste Stelle dieser Welt. Okay, bla bla. So, habe ich erledigt. Genau, okay. Das haben wir gemacht. Bitte kommt dann den Schiffknacker herbeizurufen. Okay, das habe ich auch schon gemacht. Dann würde ich sagen, mache ich mal an der Stelle den Trank und den Kampf nochmal und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich mit dem Schiffknacker gekämpft habe. Da waren wir ja zuletzt, also bis gleich. So, da bin ich wieder und habe mit dem Schiffknacker gekämpft, mit der Senta natürlich auch gesprochen nochmal und gekämpft und auch gleich die Gnomen nochmal erledigt, die hier die Korriganen wohl genervt haben auf beiden Seiten, Bug und Heck. Da bin ich auch nochmal geflogen, habe die erledigt. Und jetzt war halt die Frage, was machen wir überhaupt als nächstes? Ich habe übrigens Eisgeschosse nochmal erhöht. In der Hoffnung, dass das irgendwie mehr brachte. Und ich habe Heilung und Eisgeschosse nach den letzten Erfahrungspunkten erhöht. Ich weiß nicht, was ich zuletzt genommen hatte. Ich glaube Heilung und körperliche Resistenz, ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt mal nochmal in die Story. Und fliegende Holländer, beende die Meuterei, genau. Die Frage ist nur, wie? Weil, ja, wir konnten den Dunkelgnomen Einhalt gebieten, die für die Korriganen zur Gefahr geworden waren. Sind aber jetzt im Schiff noch mehr, weil sie meinte zuletzt, ist mir aufgefallen, ich guck nach noch mehr Gnomen. Deswegen gucke ich jetzt mal nach noch mehr Gnomen. Da sind aber keine. Und ja, um es nochmal zu betonen, weil es sehr, sehr wichtig ist. Und ich werde das bei Lucius auch nochmal sagen, weil es guckt ja nicht jeder Fairy hier. Jetzt überall mal ein bisschen erwähnen, dass mein Rechner halt, wie gesagt, jetzt besser ist. Der hat einen neuen Prozessor, Mainboard. Und das sind vielleicht die Ursachen, was ich ja über viele Monate jetzt immer nicht gehofft hatte, weil das ja doch ein bisschen auch kostet. Ach, dann gehen wir da mal rein, wenn es da leuchtet. Ja, dass ein neuer Prozessor, Mainboard vielleicht das Ruckeln beseitigt. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf die nächsten Aufnahmen, weil ich hoffe, dass die Qualität sich dadurch verbessert. Das wäre doch sehr schön. Es gibt auch noch sehr viel, was hier gemacht werden muss am Rechner, so ist nicht, aber Hauptsache, ich kann wieder aufnehmen. Und freue mich darüber, sollten Facecam-Aufnahmen vor allem in Zukunft besser laufen oder Spiele, die ein bisschen mehr Anforderungen haben, nicht mehr so ruckeln, das würde mich sehr, sehr freuen. Und ich glaube, euch auch. Deswegen erwähne ich das gerade so explizit, weil es ja doch nach 3 Jahren Let's Plays habe ich es mir halt mal gegönnt. Und ich habe hier irgendwie nichts gefunden. Ich gehe nochmal auf die andere Seite beim Schiff. Oder durch das Schiff und guck mal, ob da noch ein paar Gnome rumtrollen. Ja. So. Ja, jedenfalls tut es mir halt leid, dass ihr in den letzten Tagen so wenig von mir gesehen habt, weil ich halt keine Uploads machen konnte, weil halt kein Internet und so. Das ändert sich ja jetzt wieder. Ich freue mich auch aufs Spielen immer und habe, wie gesagt, die Zeit ja genutzt, um den Rechner zu verbessern und ich glaube, da haben wir alle was von.
wenn der gut läuft und die Spiele gut laufen, dann ist es halt auch was fürs Auge für euch. Und ich weiß halt, dass viele Leute da sehr drauf achten. Und ich konnte es halt durch neue Festplatte und dies und das anderes, neue Grafikkarte und so, ich konnte es halt nicht verbessern. Und deswegen hoffe ich, dass das sowas bringt. Wo ist denn die Senta nochmal? Die ist doch... Nee, sie auch nicht. Aber vielleicht können wir einfach mal ins Schiff irgendwo rein. Oder wir gehen nochmal an den Seiten und gucken, ob da irgendwas ist. Vielleicht habe ich auch unten irgendwas hier übersehen an den Seiten. Das weiß ich auch gerade nicht. Gehe ich hier nochmal rein. Kuckuck. Hallo, ist hier jemand? Da kommen wir gerade her. Da muss ich nicht schon wieder hinfliegen. Manu, ich... Ich finde das immer so nervig, dass man überhaupt nicht weiß, wo es jetzt hingeht. Aber wenn hier Gnome wären, die würden doch irgendwelche Geräusche von sich geben. Deswegen glaube ich irgendwie nicht, dass das stimmt. Und die Senta, die hat auch ganz komische Sprüche gemacht gehabt, dass wir die Leute vom Bord werfen sollen oder so. Vielen Dank, seit der Schiffknacker wieder gesund. Das fühlen wir uns so gut wie schon lange nicht mehr. Meuterer. Ich will die meuternden Piraten beschwichtigen. Weißt du vielleicht, wie ich da am besten vorgehen kann? Frag doch mal unseren Anführer, der kennt sich mit Menschen am besten aus, auch wenn er nicht weiß, was rum ist. Wie kann man nur so weltfremd sein? Okay, dann frage ich den nochmal. Weil eigentlich, ja, eigentlich müsste der doch helfen können. Meuterer. Weißt du vielleicht, wie man die Meuterer beschwichtigen kann? Ach so, Quatsch, das war doch hier mit dem Schatz und so. Mit der blöden Krabbe, das muss ich ja dann auch nochmal machen. Ja, dann suche ich jetzt nochmal mit der... Warte, habe ich die Schatzkarte schon? Gold. Gold, für dich herausfinden könnte. Wir haben doch die Schatzkarte durch irgendwas bekommen, aber ich weiß nicht mehr durch was. Ich weiß nicht durch was, aber das mache ich dann jetzt auch nochmal eben. Das mit dem Schatzgoldbla habe ich voll vergessen gehabt, dass das ja auch noch da war. Also bis gleich. So, ich habe den Schatz jetzt. Den Schatz, der übrigens aussieht wie ein, wie zermatschte Bananen oder Ohren. Toller Goldschatz. Den habe ich jedenfalls nochmal organisiert mit dem Kampf gegen die Riesenkrabbe. Aber der Geist hier, und das war ja der letzte Stand eigentlich, der Piratengeist meinte ja, dass Gold allein nicht reicht. Jetzt... werde ich mich nochmal umhorchen, weil die sollen mir eigentlich mal helfen. Bla bla, schnappen sich alles, Schiff. Nee, so, vielleicht ja ein anderer, wenn überhaupt die. So, die fühlen sich wieder super hier. Kapitän Aufgabe. Was genau macht ihr auf dem fliegenden Holländer? Wir folgen den Seemännern und fischen alles aus dem Wasser, was sie zurücklassen. Was der Schiffknacker nicht essen will, dann verkaufen wir den ganzen Kram und verdienen uns damit eine goldene Nase. Okay, aber das kann mir, hilft mir irgendwie auch nicht. Leider. Ich meine, da reinfliegen, weiß ich auch nicht, ob das so hilft. Vielleicht eher... Wo bin ich denn jetzt? Hallo? Hallo? Ja, keine Ahnung, was das war. Bin irgendwo gegengeflogen. Dieser Part wird sehr viele Cuts haben, befürchte ich, aber was soll's. Ich werde jetzt einfach mal keinen Cut mehr machen und es durchziehen. Auch wenn ich keine Ahnung habe, halt, wie gesagt, was ich jetzt machen kann, wenn das Gold nicht reicht. Und dieses Geräusch ist doch eigentlich immer, wenn Gnomen in der Nähe sind. Wenn du meinst, trotzdem danke. Kannst du mir vielleicht helfen? Kanoniermeuterer. Will die beschwichtigen? Nichts erheitert einen Meuterer mehr als eine volle Breitseite zu feuern, aber ich denke, mit Rum würdest du deutlich weniger Schaden anrichten. Reichen wird das allerdings nicht. Du brauchst Rum und noch irgendwas. Also haben wir jetzt Gold und brauchen Rum. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Also ich meine, die Aufgabe hat sich jetzt schon wieder erweitert. Die doofe Maus ist auch wieder im Weg. Mit Rum. Ja, wie? Wo kriege ich den denn her? Wo kriege ich den Rum her? Steht da irgendwo rum, der Rum? Kann mir das irgendjemand sagen? Von euch? Leuten hier? Hallo? Rum? Fragen. Rum.
brauche Rum für die Seemänner. Hm, da kann ich dir auch nicht weiterhelfen. Und ja, und glaub ja nicht, dass unser Anführer mehr weiß. Okay, der weiß nicht mehr. Weiß sie vielleicht mehr? Was ich bezweifle? Fragen. Nee. Okay. Nee, aber wer trinkt denn gerne mal ein? Vielleicht weiß ja auch... Nee, ein Geist wird uns ja nicht helfen, denke ich mir. Und er soll mir auch nicht helfen können. Aber ich frage ihn jetzt trotzdem mal. Fragen. Rum. Brauche Rum, kannst du mir weiterhelfen? Rum, was soll das sein? Noch nie davon gehört, fischiges Wesen. Okay. Dann vielleicht hier unser hier komischer Elfen, Gnom, der Verliebte, wisst ihr? Der da hinten. Die Nixen könnten vielleicht auch da unten was herholen, aber ich glaube, ich frage mal ihn hier. Klumpo. Hey Klumpo, was geht? Du brennst doch Alkohol, oder? Na klar doch, Likör, Weinbrand, Absinth. Ah ja, Rum. Ich brauche nur Rum, du hast nicht zufällig etwas vorrätig? Rum, das ist mein Spezialgebiet. Ihr müsst mir unbedingt sagen, wie ihr euch wundet. Gewiss werdet ihr begeistert, entzückt und geradezu sprachlos sein. Bedient euch, die Fässer sind hier. Okay, dann Dankeschön. Ich gehe mal davon aus, wir haben es jetzt wieder automatisch, ne? Wir müssen das jetzt nicht irgendwie holen oder so. Dann schau, Klumpo. Der macht ja alles für uns. Dann gehen wir mal zu ihnen hier da unten hin und sagen denen da, wo hocken die nochmal? Da hinten. Hier. Nicht du. Du. Oder auch nicht. Gut, dann kriegen die jetzt Rum, die Piraten. Weil ich dachte, der will jetzt echt jetzt irgendwie das rumfeuern oder so. Ich wollte es nur mal vorsichtshalber abgecheckt haben. Dann kriegt er jetzt Gold und Rum. Wenn die dann nicht gehen, dann weiß ich auch nicht. Ahoi, Flatterfreunde. Bezüglich der Meuterei, danke vielmals für das viele Gold, aber ich fürchte, es reicht nicht, um uns zornige Seemänner zu beruhigen. Oh, ich verstehe, wenn ich dir diesen Rum hier gebe, würdest du die zornigen Seemänner beschwichtigen? Du bist wirklich ein Flatterschatz, Rum und Gold. Du weißt, wie man die Herzen von Piraten im Sturm erobert. Ahoi, Flügelkameraden. Hast mir ja echt tolle Sachen geschenkt. Ich bin glücklich wie ein Freibeuter beim Aufteilen des Raubguts. Pures Gold, reiner Rum. Ich habe dir das Gold in den Rum gegeben, damit ihr vielleicht aufhört, gegen euren Kapitän zu meutern. Bist ja wirklich ein ganz helles Köpfchen. Wie kann ein ehrenhafter Freibeuter dir widersprechen? Ich trommle mal meine Kameraden zusammen. Das mache ich nur für dich. Haha. Wenn das so ist, dann rede ich mal mit der Galisionsfigur. Yay! Yay! Okay. Finde ich gut. Ich mache mal die Eisgeschosse. Grade ich gleich mal ab. Und dann haben wir ja anscheinend... Nee, haben wir... Nee, habe ich nicht. Nein, habe ich nicht. Ja, ich bestätige das. Und dann sammeln wir mal mit ihr. Gucken, was sie jetzt dazu sagt, weil damit ist das hier erledigt. Konntest du diese verfluchten, korrupten Seeräuber beschwichtigen? Ich habe die Piraten mit Gold und Rum ruhig gestellt. Halte dein Versprechen und lass den Kapitän frei. So sei es. Ich lasse ihn aus seiner Kajüte. Du findest ihn dann auf dem Deck des fliegenden Holländers. Ich danke dir. Okay. Was sagen die dazu? Sagen die dazu auch noch was? Großartig, du hast nicht nur den Schiffknacker gerettet, sondern auch uns noch mit Gold und Rum beschenkt. Okay. Aufgabe. Was genau meinst du? Nee, das... Ja, gut. Dann tschüssi. Wisst ihr alle bestimmt was mit ihm hier? Bei Poseidon gesegnet seien der Bootsmann und seine Heldentaten. Mögen dir der Wind und die See stets wohlgesonnen sein, wohin auch immer es dich verschlägt. Danke und lebe wohl. Jetzt reden die hier mit mir und sind voll nett und so auf einmal. Was ist mit ihm? Ah, da ist er ja, der Kapitän. Ja, das ist ja Dufte. Sei gegrüßt. Ich grüße dich ebenfalls, Kapitän. Danke für deine Hilfe, geflügelte Retterin in der Not. Wo liegt das Problem? Ich dachte, dass Rum und Gold ausreichen würden, um deine Seemänner glücklich zu machen. Das stimmt ja auch, aber trotzdem liegen bei ihnen die Nerven blank.
Warum? Weil das Schiff nicht ablegt und wir wissen nicht, warum. Warum hast du meinen Blick in das Logbuch des Schiffes geworfen? Gute Idee, ich schaue es mir mal genauer an. Finde heraus, was das Schiff hat und so, 250 Erfahrung. Okay, was kann ich jetzt mal machen? Neue Quest, alle Segel gesetzt. Neuer Abschnitt, lies im Logbuch des Schiffes. Okay, und das habe ich wo? Kann ich dafür hier rein jetzt? Oder so? Wo ist denn das Logbuch des Schiffes? Ist das hier unten? Ich fliege mal nach unten. Ich weiß nicht, wo das Logbuch sein könnte, weil das ist ja eigentlich eher, nehme ich mal an, da wo... Naja, obwohl da glaube ich auch nicht. Also, ich glaube nicht, dass es da unten irgendwo liegt, aber es kann auch schon wieder sonst wo sein. Möchtest du mit mir sappeln? Ja. Nein? Fragen. Korrigan, Menschen, Abschied. Tschüss. So, vielleicht hier oben, Logbuch, dachte ich. Da, wo man vielleicht steuert, aber hier ist es auch nicht. Wo finde ich das denn? Ach da, das liegt doch. Tatsächlich, es liegt hier. Na, dann wollen wir mal gucken. Das nenne ich mal ein Buch. Schade nur, dass Literatur nicht meine Stärke war. Analphabeten. Ja, jetzt bin ich auch mal frech zu ihr. Willst du damit etwa sagen, dass du nicht lesen kannst, aber deinen Namen kannst du schon schreiben, oder? Jawohl, meine Unterschrift ist ein Kreuz. Mehr braucht's nicht, aber du hast doch einen ganz tollen Troll. Den Kerl, der immer so lustig spricht, der würde das Ding sicher verschlingen. Frag ihn doch mal. Stimmt, lass uns zu Bert gehen. Achso. Sie kann das gar nicht lesen, aber er. Grüße dich, oh, wie mein Herz schneller schlägt, weil ein Held sich mit mir zu beraten erwägt. Stets umgibt dich ein güldener, gar magischer Schein und erlöst meine Seele von Ängsten und Pein. Folg mir. So. So, Blitzfeld, Meteorsturm. Gefährtin, du bist eine Schwester für mich. Egal, wo wir kämpfen, verlässt du mich nicht. Ein Held will ich werden, genauso wie du. Und lass mich belehren, ich höre dir zu. Blitzfelsen oder gar Meteorsturm? Was soll ich wählen für Ehre und Ruhm? Meteorsturm. So. Komm mal mit. Das ist mein Spezialgebiet. Ach, wenn man schon den Einband sieht. Feines Leder. Und erst die Seiten. Das zu lesen muss Freude bereiten. Was, du willst, dass ich es lese? Heute ist ein Freudentag. Dies ist einer der Befehle, die ich gern befolgen mag. Und, was steht drin? Mehrmals finden dort Erwähnung Nixen aus der dunklen Nacht. Das Schiff, sie haben mit Magie lange schon zum Stehen gebracht. Korrigan, musst du fragen, und Matrosen noch dazu, um das Schiff bald zu erlösen von der auferzwungenen Ruhe. Ja, wir sollen der Sache nachgehen, ja ach. Okay, wir sollen irgendwie zu den Piraten gehen. Habe ich das richtig vernommen? Ich lasse den Drake ausnahmsweise mal hier und kämpfe mal mit den beiden hier weiter. Und fragen wir mal. Nixen. Die Nixen sind mir irgendwie suspekt. Wie lange sind sie schon hier? Das hätte ich aber gleich gefragt. Sie sind hier, seit das Schiff hier fest ist. Ich glaube, sie wollten die Seemänner ins Meer locken. Aber als sie gesehen haben, in welchem Zustand die Seemänner sind, haben sie erstmal einen riesigen Schock gekriegt. Aha. Jetzt sollen wir mit den Nixen reden? Das ist ja interessant. Ich habe mir aber schon gedacht, warum sitzen die da? Warum sind die im Meer und belauern das Schiff so? Das ist doch wohl klar, dass die hier irgendwie was damit zu tun haben. So, meine liebe Melusine. Sei gegrüßt. Ich habe gehört, dass ihr dafür verantwortlich seid, dass das Schiff nicht ablegen kann. Stimmt das? Stimmt das? Ach, das ist wirklich eine dumme Angelegenheit, aber wir haben unmissverständliche Anweisungen erhalten. Ich würde dir gern helfen, aber meine Schwestern sind so dumm und stur. Sie lassen einfach nicht mit sich reden. Hast du mal über Korruption nachgedacht? Was genau meinst du damit? Meine Schwestern sind ziemlich oberflächlich. Ein schönes kleines Geschenk könnte vielleicht dafür sorgen, dass sie ihre Meinung ändern. Okay. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ich kann sie ja mal fragen, was sie besonders reizen würde. Okay, dann fragen wir doch einfach mal, was sie haben wollen. Hier die Agro-Schwestern. Tilxiepaya. Bitte geh! Es gibt nichts zu bereden. Ich will dir ein Geschenk machen. Gibt es etwas, das du gerne hättest?
Ich habe den Verdacht, dass es sich hier über einen schamlosen Bestechungsversuch handelt, damit ich gegen den direkten Befehl von Oberon handle und meinen Posten verlasse. Ganz und gar nicht. Ich bin enttäuscht, dass du mir so etwas unterstellst, aber ich muss zugeben, dass es mir durchaus entgegenkommen würde, wenn du deinen Posten für ein Geschenk verlässt. Ist dir eigentlich klar, was du da von mir verlangst? Das lässt sich in keinster Weise mit dem Kodex eines pflichtbewussten Untertänen des Königs vereinbaren. Und ich erachte dein Angebot als Beleidigung. Eine derartige Vorgehensweise ist nicht mit meinem Gewissen vereinbar. Schade, bring mir 5 Perlen und ich bin weg. Ach, also doch? Perfekt, ich mache mich sofort auf die Suche. Okay. 5 Perlen also. Und was mit der anderen? Du auch? Ligea? Ich hab nichts zu sagen, verschwinde! Ich möchte dir etwas schenken, du bezaubernde Nix. Sag mal, was würde dir besonders gut gefallen? Ich durchschaue dich. Du gibst mir ein Geschenk und dann soll ich das Schiff ablegen lassen. Darauf willst du doch hinaus, oder? Du verschwendest deine Zeit, Versagerin. Wie kann man nur so vorhersehbar sein? Ich mag die Meerjungfrauen. Aber andererseits, ich habe schon immer von einem Spiegel geträumt, wie ihn meine Urtante Visconia einst hatte. Wenn du mir so einen prächtigen Spiegel beschaffen kannst, lass ich das Schiff ablegen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob meine Schwestern genauso wohlwollend sind. Abgemacht, ich bringe deinen Spiegel und dann gehst du. Ich mache mich gleich auf die Suche. Also die eine will Perlen, die andere will einen Spiegel. Ich mache mich doch mal auf die Suche. Oder muss die Melusine Bescheid wissen darüber? Hey. Mir ganz Ohr, Perlen. Ich brauche Perlen, aber weiß nicht, wo ich danach suchen soll. Austern sind randvoll mit Perlen. Es freut mich zu hören, dass wenigstens eine meiner Schwestern einen halbwegs guten Geschmack hat. Oh, und der Spiegel? Ich muss einer deiner Schwestern einen Spiegel bringen. Kannst du mir helfen? Ihre Eitelkeiten sind mir zuwider, wie unersättlich narzisstisch sie doch sind. Tut mir leid, aber da mache ich nicht mit. Du hast mir doch selber den Vorschlag gemacht mit dem, dass ich sie bestechen soll. Na egal, dann mache ich das eben alleine im nächsten Part von Fairy Legends of Avalon. Wir sind ja wieder ein gutes Stück weitergekommen und mal schauen, wie es hier weitergeht mit Spiegel und Perlen und Co. im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen und bis dann.